Wir hoffen mal, dass das gut wird alles. Und vielleicht war es auch ein Fehler, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Sorge dir, bla bla bla. Ja, ja, habe ich doch alles eben gemacht. Und da duscht gerade eine, aber es ist immer der gleiche Film. Oh yeah. Deswegen breche ich den mal hier ab. Sei denn, wenn ihr den normal sehen wollt, ihr wisst ja, wo die Stelle ist. Ein Personalbereich. Muss ich nicht Leute extra kaufen? Das ist wahrscheinlich auch Deutsch. Eine alte Frau ist das ja schon mal hier. Eine ältere Dame, meine ich. Ja, na. Und der Bereich wird wahrscheinlich nicht fertig werden. So. Was haben wir denn noch hier? Vielleicht gehen wir jetzt hier hin und dann, warum ist dieser Typ die ganze Zeit da? Wir wollen nämlich die Frau wieder haben. Ich drücke mal das Falsche. Im Stadion, oh, das kenne ich ja auch noch gar nicht. Wir können anscheinend dafür bieten, für Cheerleader oder Geld, ich verfüge Tribüne, steht jetzt überhaupt nicht. Interessant. Über hier spielt anscheinend der SC St. Pauli. Kickers 69, scheint auch schon eine Weile her zu sein, aber das, ja. Nice, nice, hasta la vista, wir sehen uns wieder. Und was haben wir denn noch so, was wir noch nicht gesehen haben? Hier tanzt noch ein Mädchen. Das können wir leider nicht akquirieren. Schön wär's ja. Jetzt sucht der Bulle eigentlich hier die ganze Zeit. Man soll eh nicht weiterhelfen. Und momentan ist alles gemacht. Wir stehen hier, können nichts tun, außer zuschauen. Vielleicht gehen wir mal zur Pizzeria so ein bisschen. Die Dame ist auch noch da. Leicht. Mutti, verdammte Mutti, was zum Teufel machst du denn hier? Und seit wann hast du Bartstoppeln? Ach du Scheiße. Wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn da? Du musst der Neue sein. Ich stehe zwar mehr auf Jungs und heißen Öfen, aber zeig doch mal was. Tschüss. Komm in die reingehen, ich hab Hunger. Dann möchte ich ihn jetzt. Wollen die mich sabotieren? Kostet auch viel Geld. Und wenn ich jetzt alle sabotiere, habe ich ein Problem. Na gut. Lass das jetzt mal so. Und schon wieder das Telefon. Wir müssen eine kleine Pause einlegen. Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben wieder mal einen Anruf bekommen und haben ein wenig Zeit hier laufen lassen. Das macht ja nichts, denn dann, es wäre sowieso nichts passiert. Also von daher ist das alles kein Problem. Mal gucken, wie das alt aussieht. Schmutzig. Ja, renoviere ich jetzt nicht. Vielleicht sollten die mal renoviert werden. Die sind gepflegt. Ist alles in Ordnung. Alles gut hier. Und manchmal muss ich noch das Ding halt testen. So. Ja, leider ist hier keiner, der hier rumtanzt, rummacht, sie wissen schon, verstehen mich schon. Und, oh, sie ist fertig geworden. Na, Halleluja. Also wirklich, ich habe nicht lange telefoniert, war nur kurz. Die Zeit ging vielleicht 2 Stunden, wenn überhaupt weiter. Also wenn überhaupt, ich glaube nur 1 Stunde. Yo. Also wenn das so ist, dann ist ja alles in Ordnung. Sieht auf jeden Fall schon besser aus als vorher. Und es kommen auch noch genug Leute rein anscheinend. Das ist nicht immer der Fall, dass genug Leute reinkommen. Und diesmal sieht es eigentlich auch gar nicht so gut aus.
Gut, wir haben gerade, richte so schnell wie möglich in deinen Personalbereich ein. Hier organisierst du den Einsatz deiner Schulgirls auf der Piep. Ja. So, dann gehen wir jetzt zurück. Und hoffen, dass einfach mal bald, dass wir, die fette Uschi, die hat kein Interesse an mir. Ich könnte dir meine Titten klatschen, Mädchen. Und da ist Mona, die steht einerseits hier bei diesem Typen da. Und andererseits werden wir sie gleich hier nochmal sehen, da ist sie schon wieder. Yeah. Wieso nicht? Nee, weißt du? Lass mich mal. Ja, was haben wir denn hier alles so Schönes? Ein Gloria-Palast. Da haben wir den Eingang. Ach, hier haben wir ja das gehabt. Ach man, ich gehe mal auf das falsche. Pizzeria, irgendwas Neues. Hier ist jetzt der Typ. Ey, gibst du mir ein Mark? Gibst du an mir ein Mark? Ich spiele ein Lied für dich. Gibst du mir zwei Mark? Ich spiele zwei Lied für dich. Gibst du mir 100 Mark? Ich höre ihn vielleicht auch. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe nur geschlafen. Was hast du da? Entschuldige, ich verstehe dich so schlecht. Kannst du nicht mal etwas gegen dieses Geklimper unternehmen? Ist der grauenhaft. Ja, würde ich ja gerne. Aber hier, cool. So. Wo war denn das zur Kiezfrau? Mein Teil, vor allem ist ganz dahin. Aber eigentlich wollte ich ja die Landungsbrücke. Jetzt hat der Typ einen Kapitän ausgerechnet. Neu, neu, mein Mann. Zeig mal die Scheinchen. Ja, der braune da, der gefällt mir. Danke, dass du mir helfen willst, meine Rente ein wenig aufzubessern. Gib eben doch noch ein paar junge Leute mir Anstand, mit Anstand. Ich mach das jetzt einfach mal. Was sagt er? Bitte? Was hat er gesagt? Ich will ja nicht mit mir reden, der Knauf. Gut, wenn er was will, gehen wir halt zum Hafen. Und dann machen wir ein Froschrennen, das machen wir noch. Und danach wollen wir heute Schluss machen. Und dann demnächst weitermachen vielleicht, wenn die Folge dann auch gleich weitergehen. Weil ich mache das nicht so in Schritten, in Abschnitten. Wir werden sehen. Ja, ist ja gut jetzt. Da dürfen wir, auf wen müssen wir zählen? Auf wen? Auf den? Oder auf den wählen? Wen wollen wir denn wählen? Meistens halt sowieso verloren. Ich finde, der hier sieht ganz cool aus. Und so. Können wir hier losgehen? Next. Und los. Oh, komm mal auf. Nee, wenn der wird verlieren, der arme Sau. Den denn da? Und dann ist hier für Stuhl schon. Mann. Komm, du Schlampe! Oh. Gib Gummi! Hat man nie gewonnen. Yeah! So, das war, danke. Oder soll ich das normal machen? Aber das ist eigentlich jetzt immer das gleiche Prozedere, da kann man eine Menge Geld wetten, aber das werde ich jetzt immer nicht mehr tun. Und jetzt mittlerweile schon dunkel. Bin ich, glaube ich, bewaffnet, kann das sein? Hat die da Maschinengewehr in der Hand? Wie irre. Ich bin für ein kleines Geschäft fertig. Komm. Mann, ey. Ich bin los hier. Ich glaube, da muss ich ein bisschen später und ein bisschen früher aufstehen. Gott dafür. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich Schluss machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag euch und vielleicht bis gleich. Bis dann. Mal kurz abspeichern. Dort vergisst man auch ganz gerne. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss. Herzlich willkommen zurück. Hier sind wir wieder. Ich weiß natürlich, dass diese Aufnahme noch innerhalb der Session, der 15-Minuten-Session ist, aber wir hatten halt damals keine Zeit mehr. Damals, sage ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr, da hing halt auf jeden Fall eine Menge Arbeit stand an. Und hier nochmal die kleine süße Braut hier.
die uns auch mit tatkräftig beiseite steht, die man, ich glaube, das ist die Mona. Bin mir nicht so sicher. Ja, und sie sieht von allen gleichen Seiten gleich aus. So, ich habe hier, das sieht ja, als zuckt hier alles so. Nicht, dass ihr denkt, mein Computer ist zu langsam. Nein, hier, die laufen halt so beschissen, so abgehakt, weil ich die Geschwindigkeit auf langsam gesetzt habe. Wenn ich hier aufdrücke, ist das jetzt normal. Und jetzt sind sie gleich schnell. Ein Model hat sich verhindert. Yeah, natürlich. Dann ist das gleich schnell. Jetzt sind sie schnell. Ich will aber lieber langsam haben, weil ich nämlich... oh Gott, wie war das jetzt nochmal mit Einstellen? Hilfe! Was ist denn hier oben? Mann, ich habe das schon mal vergessen, wie man das einstellt. So lange ist es auch noch nicht her. Ja, die Tute da, die... Ach, hier macht das. Wer war denn das jetzt hier? Schon, die steht daneben schon. Die haben wir noch nicht. Übrigens, wir haben es gerade so warm. Die ist ja auch ganz schön teuer, die Olle. Super. Ja, wir haben es gerade. Der Schnee. Ja, es, der Schnee. Der Schnee, der. Ich kann eine Sache fragen. Einen kleinen Moment, ich werde das ihr erstmal den Terminplaner für die kleine. Ne? Werde ich erstmal kurz hier auswählen. Ich muss nämlich gleich ran. Ach ja, ich kann auch am Tage tanzen. Das ist natürlich super interessant. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh Mann. Okay. Die darf dann gleich nochmal hier ran. Um 16 Uhr, obwohl da glaube ich nicht so viel los ist. Und dann wollte ich nicht sagen, genau, dass auf jeden Fall Schnee fällt. Und dass dieser Schnee eben leck mich doch mal hier, was soll denn das? Ich hab doch die Tante schon angeklickt. Ja, ist auf jeden Fall der Schnee runterfällt und also weil hat er in den letzten Tagen so viel geschneit und der Schnee war ja hier 30 cm hoch, würde ich sagen, und hier war hier ist alles warm gelegt worden und nun wird es halt wärmer schlagartig, gestern noch Minusgrade, heute schon super Plusgrade und jetzt fällt der ganze Schnee von den Dächern runter und das sind halt keine geraden Dächer, sondern das sind so schräge Dächer, also 45 Grad schätze ich mal die meisten und natürlich rutscht das Eis dann runter und fällt dann auf den Bürgersteig und hier vor meinem Haus parken Autos und da sind schon, das heißt vor meinem Haus, in meinem Mietshaus, wo ich wohne, und dort sind jetzt schon Eisbrocken runtergefallen und voll auf das eine Auto die ganze Zeit aufgeknallt, es hat immer einen riesen Bums gegeben, nur wenn was runtergekommen ist und als ich jetzt vorhin dann nochmal geguckt hatte, wo es am lautesten war, da ist jetzt die Frontscheibe ist jetzt ein kleines Löchlein drin, beziehungsweise ein Schlag, ne? Weil die Frontscheibe ist ja ziemlich stabil. Ich meine, alle Scheiben sind stabil, aber stabil sind auch die Frontscheibe und da ist jetzt ein Loch drin und das sieht halt ein bisschen scheiße aus und der wird sich halt mega ärgern, wenn er das sieht. Ja, den Pisspagen haben wir hier auch, das können wir hier noch nicht ausbauen. Kostet nur 2500 Euro. Wir müssen jetzt mal Geld einnehmen, also das geht ja voll nicht. Gehen wir mal zur Straße hier, Motel 24. Wenn es nur down geht, dann sind wir mehr in der Sicherheit. Ja, genau, bitte. So. Nein, yes. So, wo kann man denn mit der alten treten? Ich glaube hier. Mal in den hässlichen Typen weggehen. Ich möchte jetzt mit dir. Was? Den Respekt, die Dicke. Erstmal Entschuldigung gegen die, ne? Meine
Pepsi dünn, selbst wenn sie dünn wäre wie die hier. Hier ist Mona. Mona ist überall. Mona kannst du daran nicht verlassen. Da steht Mona schon wieder, oder? Was? Was ist der denn? Verdammtes Mischstück, hat meine letzten zwei Marken geschluckt und spuckt nichts aus. Hey Kollege, hast du mal ein so. Die gehen dann immer ein, nicht, was die da machen eigentlich. Normal sind die wohl auch nicht. Liebe Ladies, bitte nicht aufs Fenster springen. Die waren gar nicht. Hallo mein Freund. Ich hab schon gesehen, du hast die olle Piepshow gegenüber wieder aufgemacht. Mein Zwillingsbruder ist als Kobere fast noch besser als ich. Nur so als Tipp. Tipp uns mit Doppel-P. Kannst du dir unseren Laden hier mal ansehen, aber nicht die Mädels anquatschen, verstanden? Wenn du weiter so nett bist, dann kommen natürlich gleich 10-mal. Also, ich suche schon jemanden, der für mich immer das Geschäft regelt, aber ob du jetzt ausgerechnet gut sein musst, ich weiß nicht. Naja, natürlich, ich bin gut darin. Ich würde gerne dann mal öfter auf der Straße gehen. Was haben wir jetzt? Jetzt gehen wir hier rein und was sollen wir uns jetzt hier bitte angucken? Die tanzt gerade, ich verstehe. Aber machen kann man hier auch nichts. Gehen wir nochmal zurück zur Nahansicht.